Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von der Lead Code Challenge April 30-Day-Challenge. Heute glaube ich mit Tag 4. Ich glaube, 3 haben wir schon gelöst. Da sind sie. Move Zeros heißt die Aufgabe. Worum geht's? Wir bekommen wieder mal eine Liste mit Nummern oder Zahlen. Und wir sollen eine Funktion schreiben, die alle Nullen an das Ende der Liste schiebt, während wir alle anderen Zahlen in ihrer Reihenfolge belassen. Am Beispiel, und ich mache es jetzt ein bisschen größer, am Beispiel hier, wir haben Input 0, 1, 0, 3, 12. Das heißt, die Nullen schieben wir ans Ende und die 1, 3, 12 bleibt in der Reihenfolge bestehen. Das ist die Aufgabe. Und als weitere Erschwerung kommt hinzu, wir müssen das alles innerhalb der Liste machen, ohne eine Copy dieser Liste anzufertigen. Und wir müssen versuchen, die Anzahl der Aktionen, die wir durchführen, zu minimieren. Also so wenig Operationen durchzuführen, wie es nur irgend geht. Und dann sagen wir, okay, wir nehmen uns einfach mal einen Zähler. Der Zähler läuft einfach von 0 hoch. Und den nehmen wir, ich nenne den immer ganz gerne Counter, gleich 0. Und dann sage ich for num in nums. Und immer dann, wenn num eine Zahl ist, if num ungleich 0, oder wir können auch sagen, if num gleich 0, Continue, ist das richtig? Ja, dann sagen wir Continue. Und wenn num nicht 0 ist, dann sagen wir nums, und zwar im Index Counter, der steht im Moment auf 0, ist gleich num. Was macht das? Der geht jetzt quasi von links los, und wenn das zum Beispiel eine 0 ist, dann macht er Continue, aber der Counter bleibt auf 0 stehen. Denn mit dem Counter machen wir ja nichts, wir suchen uns bloß die nächste Nummer. Dann geht er nach rechts und schnappt sich die nächste Nummer, das ist zum Beispiel eine 1. Und dann sagt er, if num gleich 0, nö, ist es nicht, ist jetzt eine 1. Dann sagt er, nums, die Liste an der Position 0 kriegt jetzt die 1. Und so schieben wir quasi alle Zahlen in die nächsten Stellen. Was wir bloß eben machen müssen, ist nach so einer Operation den Counter um 1 zu erhöhen. Und auch hier ganz zum Schluss, wenn wir damit fertig sind, ist Nums von links nach rechts gefüllt mit den Zahlen, aber die letzten Stellen, die noch nicht mit Nullen aufgefüllt sind, die müssen wir jetzt mit Nullen auffüllen. Und zwar genau mit der Differenz des Counters zur Länge des Nums. Genau wie eben gerade. Also sagen wir wieder Nums extend 0 mal len nums minus counter. Und das Ganze auch wieder. Und da wir keinen Return-Wert geben müssen, müsste das eigentlich schon alles gewesen sein. Gucken wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Ja, haben wir da. Also, wie sieht jetzt meine Antwort aus? Also, ich habe genau, ich habe gesagt, your answer. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Ich habe die 1, die 3 und die 12 nach vorne gezogen. Und dann hätte ich diese beiden Stellen durch die 0 ersetzen müssen. Und die Idee, das Extend, ist falsch, weil eigentlich die Nums ja immer noch 5 Elemente enthält. Und ich habe hier 2 hinzugefügt. Das ist Quatsch. Dann sage ich einfach, okay, dann würde ich die 2 Nullen überschreiben. Und zwar for i in Range, und zwar Counter, vom Counter, Komma, len, nums, minus Counter. Und dann sage ich, das sind die Indexwerte, ups, also ich überschreibe jetzt diese Position durch Nullen.
Vielleicht gibt es da auch noch nachher noch eine einfachere Möglichkeit, das zu tun, aber fangen wir erstmal so an. Und wie sieht das jetzt aus? Meine Answer ist diese hier. Und das wäre die Expected. Und warum habe ich die nicht überschrieben? Also, for in range. Es fängt bei Counter an. Und wir sind zum Schluss bei Counter, was weiß ich, 3. 3 bis Längnums, das ist zum Beispiel 5, minus Counter ist 2. Ach so, das ist ja auch Quatsch, von Counter bis Längnums, das wäre die richtige. Das muss ich gar nicht abziehen. Sonst sagt er ja von 3 bis 2 und das macht, dann macht er gar keinen einzigen Durchlauf für diese Nullen. Und jetzt sieht unsere Antwort richtig aus und die dann submitten wir das Ganze. Okay, ist auch alles richtig mit allen Tests und dann gucken wir uns an, wie schnell sind wir denn? Wir schlagen 75% aller Lösungen. Liegen also hier. Kann man das noch schneller machen? Mal gucken. Ob uns da noch was einfällt. Edit Code. Ja, also wenn man sich den Code hier anschaut und sich die Frage stellt, wo kann man eigentlich noch Geschwindigkeit rausholen, dann ist relativ klar, dass das hier schon relativ gut ist, weil wir einfach jede Zahl in Nums durchgehen müssen. Und gleich am Anfang die 0 abzufragen, um dann sofort die nächste den nächsten Schleifendurchlauf zu machen, ist auch die richtige Variante. Und danach dann müssen wir die einzelne Zahl in der Liste verschieben und wir müssen den Counter um 1 erhöhen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also ich glaube, dieser Abschnitt hier lässt sich nicht mehr optimieren. Wenn man jetzt hier reinschaut, dann ist auch klar, da wir keine Copy machen dürfen, also nicht irgendwie mit Slices arbeiten dürfen und dann wieder eine neue Liste zusammenstellen dürfen, sondern wir müssen in place arbeiten, wie es immer so schön heißt, müssen wir dann auch einzeln die Nullen setzen. Und das hier ist also auch nicht mehr zu optimieren. Schneller geht's nicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist hier in dieser Bedingung haben wir dieses len-nums drin. Und das brauche ich auch. Ich muss ja wissen, bis wohin ich das Ganze durchführe. Und ich muss dann wissen, wie viel Schleifendurchläufe ich brauche. Also gut, auf gut Deutsch, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im Counter 3 Elemente nach vorne geschoben und die Liste hat aber 5 Elemente, dann muss ich jetzt 2 Elemente ersetzen mit einer 0. Und dieses 2 kriege ich raus, indem ich halt sage, okay, gehe von Counter 3 bis Länge der Liste bis 5. Und dann habe ich meine 2 Durchläufe und die setzen jetzt im Index 3 und im Index 4 die 0, was dann ja das vierte und das fünfte Element sind bei so einer 0 indizierten Liste. So weit, so gut. Aber dieses len-nums, das dauert immer seine Zeit, weil Python halt nicht von vornherein weiß, wie lang eine Liste ist, sondern der schaut sich dann diese Liste an und zählt die einzeln durch. Wenn ich also zu diesem Zeitpunkt schon wüsste, wie lang die Liste ist, dann kann ich mir das len sparen. Und um herauszukriegen, ohne nochmal len zu machen, ist ja klar, das kann ich jetzt ja nicht irgendwo anders reinschreiben, dann dauert es ja genauso lange. Aber habe ich eine Chance, durch diese Schleife hier schon zu wissen, wie viele Elemente es gibt? Denn ich gehe ja hier durch jedes Element durch. Und hier habe ich die Chance zu sagen, ja, ich könnte hier zum Beispiel sagen, ich nehme hier ein J oder ein N als Zähler und sage nicht durch in Nums, sondern in Enumerate. Enumerate. Und der liefert mir dann ja einen Zähler mit. Und wenn ich durch diese Schleife durchgelaufen bin, dann steht in n der letzte Indexwert. Also bei einer Liste mit 5 Elementen steht dann da eine 4 drin. Und jetzt muss ich hier einfach sagen, okay, ich gehe vom Counter bis zu diesem n. Und da in dem n bei einer Liste von 5 Elementen eine 4 drin steht und er bei dem Range immer n-1 macht, also er geht immer bis zur 3 dann einschließlich, muss ich dann sagen, ja, aber da muss ich hier auch nochmal eine 1 dazu zählen. So, und das führen wir jetzt mal aus.
Und da habe ich mir das Len gespart und vielleicht führt das jetzt zu einer etwas schnelleren Abwicklung. Also erstmal Run, ob es überhaupt funktioniert. Und die Antwort sieht erstmal richtig aus. Und dann gehen wir auf Submit. Und ja, 44 Millisekunden und wir schlagen 91% aller anderen Lösungen. Ja, das soll es gewesen sein von mir. Viel Spaß beim Nachprobieren, Mitprobieren der Code-Challenge und wir hören uns dann morgen bei einer weiteren Aufgabe aus Lead-Code-Challenge. Bis denn, ciao.